Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 5. Mit einem tanzenden Chris. Hallo. Man nennt ihn auch manchmal Extreme Zock. Ja. Und ja, wir haben die Bedingungen des letzten Males wiederhergestellt, sind fast am Sterben, haben kaum Heilung und sind aber über diese wunderschöne, über dieses Laufband jetzt gelaufen. Richtig. Das war beim letzten Mal unser Tod, aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Genau. Und oh nee, ich weiß was jetzt. Oh nee, ich sehe schon, was da unten kommt. Oh nee. Ach. Ich weiß nicht, Spinnen eventuell? Nee, diese komischen Schleimviecher, die aus den Dingern schlüpfen, die so Gas versprühen, glaube ich. Die haben so einen weißen Punkt als Schwachstelle. Waren das nicht Spinnen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, die haben ganz komischen Namen. Oh, ein Koffer. Ja, genau, da ist ja auch noch irgendein wunderschöner Koffer. Oh. Was ist es denn drin? Ein Ich nehme das Gold. Maschinengewehr. Dann nehme ich das Maschinengewehr Yay! mal mit, weil ich bin ja der Maschinengewehrmann. Genau, du bist der Maschinenmann. Genau. Oh. Ja? Was denn? Ich höre hier irgendwas, aber ich weiß nicht was. Auf dem Tisch liegt noch was, hätte ich. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, was du meinst. Ein Dokument. Ach, ein Ah Dokument. ja, jetzt hast du es auch gesehen. Ja, habe ich ganz übersehen. Okay, über in den. Oh Gott, das fängt ja jetzt schon wieder gut an. Über in den. Ich krieg's echt nicht hin. Über in den Einrichtungen gefundenen mutierten Organismus. Weiter. 6. Mai. Als die Rakete mit dem Ouroboros-Virus beladen wurde, brach ein Feuer aus. Dies hatte einige temporäre Quarantäne der Stufe 4 BL4 in der unmittelbaren Umgebung zur Folge. 11. Mai. Seit Beginn der Quarantäne sind 5 Tage vergangen. Es lagen Berichte vor, dass ein Tier unter seltsamen, schnellen Mutationen leidet. Augenzeugenaussagen zufolge besitzt die Kreatur offenbar eine sehr harte Epidermis. Es wurde jedoch keine virale Zysten beobachtet, die auf eine Verbindung zu Ouroboros schließen lässt. Ich vermute, dass wir es hier mit etwas zu tun haben, das vom Ouroboros-Virus beeinflusst worden ist. Mit Sicherheit eine seltene Erscheinung. Ich werde vielleicht morgen ein Untersuchungsteam zusammenstellen, um eine Probe nehmen zu lassen. 12. Mai. Das ist doch nur so ein kleiner Zettel. 12. Mai. Ich habe ein Team losgeschickt, um die Sichtungen dieser seltsamen Kreatur zu untersuchen. Aber das Ergebnis war katastrophal. Ein anderes Team wurde losgeschickt, um die Leichen des ersten Teams, die von etwas Scharfem zerstückelt wurden, zu bergen. Die Körper wiesen zudem Stichwunden auf, die offenbar von einem riesigen Speer verursacht wurden. Spuren einer Chem-Substanz wurden auf den Augen einer Leiche gefunden. Mit welcher Art von mutiertem Virus haben wir es hier zu tun? Mein Gott. Chemsubstanz. Jetzt bin ich raus. Virus haben wir es hier zu tun. Zu tun haben, mein Gott, ist es heute echt. Ist zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt. Basierend auf den ersten Untersuchungen könnten wir es mit einer neuen Art BOW zu tun haben. Da die Kreatur mit einem recht beeindruckenden Angriffsstil auftrat, habe ich ihr vorläufig den Codenamen Reaper gegeben. Natürlich werden noch mehr Daten über diese Kreatur benötigt, bevor wir eine ausführliche Analyse eingerichtet werden kann. Ja. Ein neues BOW, der Reaper. BOW, was heißt denn BOW? Och, das hatte ich. Bestie of Nee, nee, das Witness. ist bioorganisches. Nicht, Ah. nicht, ich glaube nicht mal Wesen. Das hat einen anderen Namen, das hat man bei Resident Evil Revelations, da ging es hauptsächlich immer darum, Okay. die hießen alle, die Kreaturen, alle BOWs. Und da wurde es auch nochmal ausführlich erklärt. Ich habe es aber jetzt irgendwie nicht mehr im Kopf. Guck mal, hier ist ein Hebel. Wo wir aber erst den Stromschalter benötigen. Kein Saft, wir müssen die Oh, Stromversorgung wiederherstellen. okay. Kein Saft. Wo sind denn die Orangen?
Die Oh, so sind. ein schöner Orangensaft, ey, das wäre jetzt schon was. Und die sind aber leider an einem Ort, wo wir Besuch kriegen. War hier nicht irgendwo noch Oh. Emblem? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr weiterzugehen, ey. Ja, das wird gleich ganz toll. Ich höre es schon schleimen. Oh, da höre ich Schleim. Okay, ich sehe es. Oh. Oh. Aber die schlüpfen nicht alle, ne? Ich glaube, die kommen erst, wenn Strom an ist. Okay, dann laufe ich einfach mal weiter. Munition, das ist für dich. Deine Munition. Chris. Achso, jetzt nimmt er es. Er wollte gerade erst nicht. So widerspenstig heute, der Chris. Raketen. What could they be planning? I'd say a war from the looks of it. Die Uroboros-Raketen. Hübsch sehen die aus. Da haben sie sich richtig Mühe gegeben. Tja, am Boiler vernichtet halt mit Stil, ne? Genau. Oh, da ist ein Das ist auch rotes gut. Kraut. Du hast noch ein grünes, also wäre auf jeden Ja. Fall gut. Ich könnte da was verbinden. Ich könnte das in die Wege leiten. Ja, und hier ist auch nochmal zweimal Oh was. nein, kann ich doch nicht. Ich bin voll. Was habe ich denn in meinem Inventar? Was ich könnte noch mal Munition wegwerfen. Das mache ich jetzt auch. Warte, 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 werf das, was würdest du wegwerfen? Die Schrotflinte. Oder warte mal. Oder habe ich? Ja, ich habe auch voll. Es Oder ist warte nur mal. zwei. Warte mal. Ich gib mir mal die Pistolenmunition. Du hast einfach die Granate weggeworfen. Ja. Das sind nur zwei. Das lohnt sich was gar nicht. Achso, jetzt hast du mir die gegeben. Ja gut. Hast du die jetzt gerade auf den Tisch gelegt? Ich weiß gar nicht, was da gerade passiert ist. Irgendwas ist da geschehen. Das sah gerade so aus. So, kombinieren. Zack. Okay. Ich glaube, die Heilung brauchen wir jetzt aber auch echt. Na, soll ich jetzt schon heilen oder? Ich glaube, es wäre besser, wenn die dich einmal treffen. In deinem jetzigen Zustand bist du, glaube ich, tot. Okay. Dann benutzen wir das mal. Wunderbar, Alles wieder klar, volle los Energie. geht's. Ich glaube, Kakabum. Blendgranaten waren gegen die gut. Ich habe auf jeden Fall welche. Ja, ich glaube auch. Ups, ich. Du hattest welche. Ja, so war das eigentlich nicht geplant. Gut, ich wollte eigentlich das hier machen, damit ich Sheva wieder anschnauzen kann. Hurry! So, Hurry ein up! Lichtlein brennt. Oh ja! Ein Lichtlein brennt. Ach nee, das war Laterne. Mit irgendwas labim Oh ja, labam. und jetzt gibt es ja auch eine Menge Bumm. Oh. Ja, und Labimmel. Da habe ich Bammel. Oh, die wird mich gleich an. Ah, oh nein, ach hier die! Oh Gott, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich bin wie gelähmt, ich kann mich nicht bewegen. Und ich wollte. Oh nein! Dreh dich doch um, Chris! Nicht come on! Sie ist tot, sie ist tot. Oh Gott, ich war jetzt irgendwie fehl am Platz hier in dieser Alles Situation. gut. Das war total Alles überfordert. gut. Stimmt, die muss ja nur einmal zupieksen oder so, dann ist man ja schon tot, ne? War das nicht so? Ich glaube schon. Ja, ich glaube auch. Weil die Das ist die irgendwie einen einzige. vollsprühen oder. Ja, ich glaube, weil wir es auf diesen Schwierigkeitsgrad spielen, ist es nur einer auf Na, Gott sei normal. Dank. Aber Da fehlt noch ein Licht, oder? hier wird Ach es nee, doch jetzt nicht. relativ nervig, weil die springen einen Oh. an. Ja, Und ich in der weiß schon. Zwischenzeit kann man von den Kisten weggezogen werden. Müssen wir auf die andere Seite? Ja. Ah, nein, eine Kiste. Kann man nicht an der Seite Nein, vorbeilaufen? du musst Kann hier man hinten nicht. rum. Adi, Adi, Adi. Ja, Ade. Komm schon, Chris, komm schon, Chris, komm schon, komm schon. Jawohl. Okay, ich kann dir jetzt nur Rückendeckung geben. Mehr kann ich nicht tun. Oh je. Oh je, da zappelt schon jemand. Ich muss einfach weiter. Oh, ich muss doch nicht. Ade. Ade, Leiche, wir sehen uns wieder. Ich kenne mich, da kommt jetzt eine Kiste. Doch nicht. Doch, doch. Oh, das war aber Warte. mehr als knapp. Oh, das sah echt so knapp aus, gerade von hier oben. Glück Wunderbar. gehabt.
hat immer gut funktioniert. Manchmal muss man auch Glück haben. Oh, jetzt kann man... Oh, ich hätte es auch hier einfach anhalten können. Na gut, egal. Na, dankeschön. Ja, ich wusste es nicht. Ich dachte, wenn da einer wäre, dann wäre der dahin. Egal, hat ja funktioniert. Genau. Ich wollte dir den Spaß halt auch gönnen. Sehr nett von dir. So, Ladevorgang. Puh. Oh, ich weiß nicht, wo wir sind. Ich glaube, ab hier habe ich das wahrscheinlich verdrängt, so ein bisschen. Oh, hier kann man auch was kaputt machen, ne? Oh ja. Oh, Brandgewehrmunition. Ja. Hm. Kann dir auf jeden Fall... Ich gebe dir mal Gewehrmunition, dann kannst du dein Gewehr mal nachladen. Oh. Sehr schön. Ich lade einfach alles mal nach. Nachladen kann ja nie schaden. Richtig. Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Mm. Wollen wir mal den Kühlschrank aufmachen? Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Kühles zu trinken. Ja, sowas für zwischendurch. Aber leider haben die Mitarbeiter von Umbrella nie was getrunken. Hier ist nie was. Sowas. Deswegen sehen die auch so verdirrt aus, wie auf dem Band eben. Ja. Oh ja, jetzt kommt ein schöner Abschnitt. Ich mag ihn nicht. Oh. War das nicht irgendein Monster? Ja. Mit Flammenwerfer, das der immer aufladen gleiche, muss. Ja, genau. Sheva. Where's Jill? Jill. You're like a broken record, you know that? Just as single-minded as he said. You've spent so long trying to track down Ouroboros. Well, here, enjoy. And you're planning on selling it to terrorists. Good guess, but no. While it was resembled the BOW based on the progenitor virus, I have no intention of selling it to terrorists. Then what are you using it for? Evolution. It's a philosopher's stone, one that will choose through DNA who shall proceed to the next stage. My vision and his combined, now made a reality. Evolution? What are you talking about? Oh, you'll find out soon enough. Everyone will. Too bad. Looks like he wasn't worthy. Only the chosen ones are fit for the coming new world. Stella, wait! Oh ja, ein fehlerhaftes Projekt. Oh, ich musste gerade so das Lachen verkneifen. Warum? Weil Chris gesagt hat, was hat sie damit vor? Und dann hat diesen Mann gesehen mit diesen ganzen Tentakelarmen und dachte einfach nur Hentai. Okay. Dass sowas von dir kommt. Oh, ich glaube... Also ich habe das heute auch nicht mit den Drehen und so irgendwie. War das mit welchem C? Mit C, ja. Wo ist er denn? Hinten bei mir. Ach da.
Also Feuer tut ihm weh. Ja. Okay, ein Bläschen ist geplatzt. Ja, und jetzt steht der Flammenwerfer bereit. Soll ich ihn holen? Ja, kannst du gerne machen. Ich glaube, ich bin heute zieltechnisch nicht so ganz auf der Höhe. Die Dinger kann man auch nicht kaputt machen. Au. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Da. Oh. Da hast du nicht AD gedrückt. Nein. Es war auch kein AD, sondern eher ein AV. Oh. Oh. Danke. Hab dich nicht gesehen. Oh nein! Zweimal hintereinander direkt, okay? Lauf, lauf! Lauf weg! Ich versuch's! Falsche Richtung! Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Hast du mich getroffen? Du hast mich getroffen! Lauf! Dreh um! Stirb doch! Er will einfach nicht sterben! Nein! Hold on! Ich bin Lebensretter! Errungenschaft! Glückwunsch! Oh, der Flammenwerfer muss aufgeladen werden. Ja, lad ihn auf und lauf mal ein bisschen. Vielleicht geht's dir dann ein bisschen... Oh, meine... Ist leer. Ja. Ist natürlich... So, ich habe noch eine Brandgranate. Guck mal, hier liegt auch noch... oder stehen noch ein paar Kisten rum. Könnte durchaus positiv für uns sein. Wenn ich nur die Zeit hätte, die kaputt zu schlagen und ein bisschen Munition zu nehmen. Na toll. Ding! Und ich stehe zufälligerweise hier. Wo ist er denn? Ach, verdammt. Ich musste mich gerade heilen, sonst wäre ich gestorben. Brenne! Oh ja, jetzt steht schon Flammen. Ja, jetzt wehrt er sich nicht so. Ich hab keine Bläschen mehr oben. Okay, aufladen. Zack. Bin fast da. Oh, jetzt muss ich auch noch nachladen. Er wird mich schlagen. Er wird mich schlagen. Auf mich zu schlagen. Oh, nee, er löst sich auf. Gut. Ah ja, komm mal her. Komm mal hier. Ja, genau. Komm genau hier hin. Das ist leckeres Kleines für dich. Wunderbar. Und ich komme jetzt noch mit dem Flammenwerfer vorbei. Ping. Essen ist fertig. Ja, jetzt kann er sich auch gerade nicht wehren. Das ist sehr gut. Oh, hau doch nicht ab. Oh, sowas Blödes. Da kommt er wieder. Ich glaube, er macht nicht mehr lange. Ich glaube auch, so ob er jetzt abhaut. Mist, ich bin auch noch leer. Hm, die Dinger machen einen kontinuierlich Schaden. Flammenwerfer ist leer. Ist er weg? Ist er tot? Nein, noch nicht. Nee. Sah fast so aus. Ich muss ihn einmal mit einem Messer drohen. Das hilft immer bei einem Endgegner. Oh, EV! Verdammt! Wo soll ich denn wissen, wie ich EV drücken soll? Ja, das ist echt eine miese Tastenkombination. Okay. Ist wieder bereit, der Flammenwerfer? EV! Schau, verdammt, ich sterbe! Ich sterbe! Oh oh. Sterben wir jetzt ganz schlecht. Dankeschön. Wunderbar, ich heile dich. Ich heile dich. Was? Oh Gott, er legt erstmal noch den Flammenwerfer in Ruhe hin.
Alle Seelenruhe hat er hier. Ich habe ihn mal genommen in der Zwischenzeit. Ja, und denkt sich so, ja, okay, machen wir das mal. Was haben wir denn hier noch? Eine Brandgranate, die nehme ich natürlich mal mit. Au, au, au. Aber gut geheilt, also jetzt wäre er eigentlich recht fit wieder. Oh, leer. Da laufe ich doch nochmal. Vielleicht wartet er ja so lange, bis es wieder aufgeladen ist. Sehr wahrscheinlich, ja. Voll nett von ihnen. Granaten hast du auch schon verbraucht, ne? Steht hier nicht noch irgendwo so ein Teil rum, das man umschmeißen kann? So ein Feuerlöscher? Nee, ne? Nee. Ich glaube aber, der müsste eigentlich gleich tot sein. Aber ich sehe Beine. Bing. Oh, der ist auch noch auf der ganz anderen Seite. Stirb doch. Oh, das ist aber nett, dass er direkt zu mir kommt. Hallo! Brandgranate. Genau, werf die auch gleich. Nee, werf die lieber nicht hin. Außer du stehst hinter mir. Ja, ich warte noch. Bis du ihn ein bisschen angeputzelt hast. Sind schöne Rüst. Ja, doch, Rüstaromen. Okay, Teil hängt wieder. Ade. Oh, das habe ich absolut nicht drauf. Ich habe Würmer auf mir. Absolut eklig. Puh. Oh. Ade. Nein. Warum? Dankeschön. Bitte. Bing. Oh, EV schon wieder. Achso, er hat tatsächlich verfehlt. Schon. Hältst du davon, jetzt mal zu sterben? Ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Ich bin dafür. Ich definitiv auch. Aber ich glaube, er ist dagegen. Obwohl, jetzt wird es echt mal Zeit. Aber sowas von. Verbrenne! Das ist schon wieder leer hier. Man schlägt keine Frauen! Hat dir das noch nie jemand gesagt? Wie der einfach nicht sterben will. Komm mal lieber ab. Oh, blau. Oh, dass sie beim Nachladen auch noch stehen bleiben muss. Du bist leer. So, das habe ich noch, aber langsam wird es echt kritisch. Wo ist er denn jetzt? Ich gehe mal den Flammenwerfer holen. Bing, genau, mach mal. Oh, wollen wir ihm einen Namen geben? Ja. Das neue Haustier. Er sieht so feurig aus. Aua! Einen italienischen Namen. Der hält aber echt übertrieben viel aus. Also dafür, dass wir das auch normal spielen. Ja. Hast du es auch richtig eingestellt? Ja, ich habe es auch Profi gestellt. Nee, natürlich. Nein, ich will doch den Flammenwerfer aufladen. Und jetzt bin ich auch bald echt fertig. Aua, mit meiner Munition. Ja, hier ist nochmal, wenn du zurückkommst, hier oben auf dem Geländer ist Schrotwindmunition. Super. So, ich lade einmal nachladen. Flammenwerfer auf. Und dann kann ich auch nochmal ein paar Ladungen in den reinschießen. Ich gehe mal wieder. Ich hätte gerne irgendwas Brennendes. Ein Feuerzeug. Und eine Deo-Flasche.
Oh, und ja. Das dauert auch noch, bis es aufgeladen ist. Er will einfach nicht sterben. Das hat ihn jetzt aber erschreckt. Aber dass er so hartnäckig ist, ich habe das gar nicht mehr so heftig in Erinnerung. Nee, ich auch nicht. Oh, das hat aber Bumm gemacht jetzt hier. Von wo? Jetzt von der Mitte wieder. Mitte, Mitte, Mitte. Komm, das sind deine letzten Feuerzüge. Das ist echt unnormal. Also so krass habe ich den echt nicht mehr in Erinnerung gehabt. Ich habe jetzt schon wieder fast keine Munition. Ich glaube, ich warte jetzt mal mit meiner Munition, bis er wieder Bläschen kriegt. Weiß ja auch nicht, ob das sowas bringt überhaupt. Ja, es macht auf jeden Fall die Geräusche, als wenn er Schaden bekommen würde. Ich weiß nicht genau. Mist, verfehlt. Geh den Flammenwerfer wiederholen. Ja. Ich habe auch jetzt echt noch mal alles leer geschossen. Ja, ich habe auch nicht mehr viel. Ah, ein bisschen, was habe ich denn? Ich muss mal gerade gucken. Okay, ich habe nur noch ein bisschen Schrotgewehrmunition. Oh nein, er hat wieder Bläschen. Außerdem will der Boss-Gegner doch nur die Folge in die Länge ziehen. Ich sehe schon kommen. Ja, ich sehe das auch schon. Also wir sind schon bei 27. Dank und 10 dem Minuten bestimmt hier nur bei denen. Ja. Aber ich habe den echt so in Erinnerung. Okay, come on. Ja genau, come on. Oh. Oh, oh, oh. Ich komme, ich komme, ich komme. Dankeschön. Ja, hold on. Stirb doch! Oh, jetzt soll er doch mal sterben. Das gibt's doch nicht. Meine letzten 11 Munition. Der Flammenwerfer ist leer. Mist, Mist, Mist. Die Türe ist verschlossen. Oh, 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 nachladen. 5. 5 habe ich noch. Dann war es das auch. Dann habe ich. Ach, aber ich habe noch ein Messer. Na dann! Ja, stimmt. Wir können ihn ja totmessern. Genau. Die hebe ich mir jetzt auf, bis der Flammenwerfer wieder funktioniert. Ich habe nur das Problem, dass ich gleich sterben werde. Ich werde verbluten. Was? Du kannst doch nicht verbluten. Seit wann kann man verbluten? Stirbt man nicht, wenn man das rot leuchtend hat? Wird der Balken nicht immer weniger mit der Nein, Zeit? Eigentlich nein. Ich glaube nicht. Okay. Bing. Aber wenn du noch einmal getroffen wirst, dann ist es nicht so gut. Genau, von der Seite. Und ich bin leer und messern. Aua, irgendwas ist auf mich gefallen. Okay, messern ist vielleicht nicht so optimal. Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott. Vielleicht sollten wir tatsächlich nur noch den Flammenwerfer jetzt benutzen. Oh, und der Flammenwerfer ist leer. Ja, dann lade auf und wir laufen einfach so lange umher. Das ist echt heftig. Ich hab das kein bisschen so in Erinnerung, dass der so stark war. Vor allem auf normal. Oder wir, haben irgendwie einen Bug. Hab ich auch schon gedacht. Ah. Nein, schaffen wir ihn jetzt gleich. Ja, ich bin überzeugt davon, der Flammenwürfer wird ihm jetzt den Rest geben. Komm, mach Bing. Ja. Mach Bing. Die 5-Minuten-Terrine ist fertig. Pass auf, dass du nicht getroffen wirst. Am besten stelle ich mich in die Nähe von dir. Damit ich dich gleich. Oh, genau deswegen.
Dankeschön. Oh, der steht ja direkt hier bei uns. Ah, er ist hinter mir her. Oh, 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 oh. Jetzt ist er... Steht er da einfach nur. Er hat mich nicht getroffen. Kann's doch nicht sein, ey. Echt das seltsam. Wieder nicht gereicht. Was hat er denn heute nur? Ah, hinter mir. Hinter dir. Ach ja, wie schön. Und wir laufen die nächste Runde. Und wir laufen. Ich würde ihn echt gerne versuchen zu messern, aber ich habe dann doch ein bisschen Angst, dass er mich doch nochmal sehr erwischt. Ich glaube, das ist echt eine gute Idee. Au! Achso, das ist du. Auch nicht auf. Das sieht immer so aus, als wenn er mich trifft. Oh, jetzt sterb endlich. Oh nein. Okay, das ist doch nicht so eine gute Idee. Nein! Chris! Ich glaube aber wirklich, dass es irgendwie verbuggt ist, weil es kann nicht sein, also dass er so stark ist. Ja, komisch. Ich glaube aber dennoch, dass wir, das sollten wir vielleicht mal so, jetzt so nochmal versuchen und dann das Endergebnis vielleicht zeigen in der nächsten Folge. Ja, da bin ich dafür. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann, wenn dieses Monster erledigt ist. Ja, richtig. Ja, genau. So machen wir das. Okay, also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss.